Was geht ab, meine Z-Fighter? Osro hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Wie wir wissen, ist das Extreme Z Battle Online vom Strength Broly im japanischen Dokkan Battle. Wir werden uns das Event heute kurz ansehen, alle Informationen dazu, was ihr da mitnehmen könnt und ein kurzes Antesten. Zuvor gibt es eine kleine Änderung, und zwar von den Zeiten für das japanische Dokkan Battle, die Release-Zeiten von Vegeto Blue und Rosé. Und zwar kommen sie 3 Stunden früher, also am 28.11. 3 Uhr morgens unserer Zeit. Das ist so die kleine Änderung. Aber gut, schauen wir uns mal alle Informationen zum Extreme Z Battle an. Und zwar wissen wir, dass wir Broly weiter erwecken können, Extreme Z awaken können. Dazu brauchen wir die gewissen Medaillen, die sind ja alle gelistet. Könnt ihr euch gerne angucken, ich werde den Link auch in die Beschreibung setzen. Und Leute, falls ich das mal vergesse, das kann echt oft vorkommen, dann lasst mich in den Kommentaren wissen, dann tue ich das nachträglich einfügen. Alles klar, wir wissen, Step by Step können wir ihn erwecken, sein Level hochbomben, quasi seine Super Attack. Ab Level 130 und ab Super Attack Level 13, wenn wir das freigeschaltet haben, ändert sich sein Leader Skill. Und zwar gibt er dann Strength Types, Ki plus 3 auf HP, Attack und Def 70%. Und wenn wir ihn auf 140 gebracht haben und SA 15, das ist dann so quasi die Max Level, dann ändert sich seine Passive, und zwar bekommt er dann auf den eigenen Angriff 80% und auf die Verteidigung ebenso, wenn er angreift. Super Attack von 1 bis 13 macht Mass Damage gegen jeden. Ab SA 14 macht er dann Supreme Damage gegen jeden und erhöht seinen Angriff für 3 Runden. Das sind so quasi vorerst die ersten Informationen zur Karte selbst, was sich da ändert. Ganz klar, er ist... Also viele werden wahrscheinlich denken, oh, ist überhaupt nicht gut, weil viele ihn direkt mit LL Broly vergleichen. Jedoch dürft ihr die Tatsache nicht vergessen, dass dieser Dude, er bekommt nun auf Angriff und Verteidigung 80%. Davor hat er einen konstanten Boost bekommen, und wenn er angegriffen hat, war seine Verteidigung auf 0 gesenkt. Jetzt hat er diesen Debuff nicht mehr. Jetzt bekommt er einen Buff. Und er macht nun Supreme Damage, wenn er angreift, gegen jeden. Fürs World Tournament ist es 1A. Also falls ihr LL Broly nicht habt, dann ist der hier wirklich... Ersatz möchte ich nicht sagen, aber die beste Option dann auf jeden Fall. Und ihr dürft auf jeden Fall nicht vergessen, dass er auf Level 140 kommt und SA 15. Heißt, seine Stats sind weitaus höher, die sind fast LR gleich. Und seine SA, sein Multiplayer, ist weitaus höher und fast gleich wie dann einer im LR-Status. Das dürft ihr nicht vergessen. Also, ich habe nicht die genauen Daten, wie viel Schaden er wirklich macht auf SA 15 Max Level. Aber so wenig wird das nicht sein. Ihr dürft ihn jetzt wirklich nicht unterschätzen, nur weil er in Anführungsstrichen 80% auf Angriff und Verteidigung kriegt. Das ist wirklich gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Er greift zudem jeden an und hat noch einen Buff für 3 Runden seinen Angriff zu steigern. Gut. In seinem Extreme Z Battle im Event selbst macht die Kategorie Mixed Saiyan mehr Schaden gegen ihn. Hier könnt ihr gerne gucken, was ihr da bekommt an Preisen. Und zwar von Level 1 bis 31, wenn ihr die Level einmalig schafft, bekommt ihr Preise. Von 1 bis 30 Stones und gewisse andere viele Sachen. Natürlich seine Medaillen, Orbs und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch gerne mir angucken. Und die Strength Grand Kais. Beziehungsweise die Kaioshin, der Grand Kaioshin. Gut, dann würde ich sagen, ich bin schon ein bisschen weit. Ich bin auf Level 21 und das ist quasi gerade das Level, wo ich nicht weiterkomme. Das aktuellste Level von mir, wenn ich das schaffe, bekomme ich das, das und das. Alles klar. Und jetzt wird es interessant und wichtig. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ich scroll hier einsam mal runter, in der Hoffnung, dass ich vielleicht einen LR Goten und Trunks auftreffe. Und Majin Vegeta wäre auch nicht schlecht. Das Problem bei ihm ist, er ist dann halt kein Hybrid-Same. Er macht zwar Schaden, aber da muss dann schon einiges stimmen. Da muss dann auf jeden Fall einiges, vieles stimmen. Und wenn überhaupt, würde ich dann nur einen SC20 Majin Vegeta nehmen. Ohne Frage. Aber ich glaube, ein LR Goten und Trunks wird hier nicht auftauchen. Aber noch ein, zwei Mal und dann holen wir uns einfach im Super Eagle Team wieder. Ja, okay, komm. Das letzte Mal. Ja, komm. Dann guck mal, wer von denen am besten ist. So, Kritz oder so hat. Nope. Ah, das ist schon ein. Wow, das ist schon ein SF15 Broly. 140. Und ihr seht seine Stats. Oh mein Gott. Was sind das für Stats? 17.000 auf den Angriff. Oh.
Oh shit. Oh mein Gott. Oh my yeah. Ich glaube, der Vegeta war hier gut, genau. Und zwar, wenn ich das Team umstellen, ist er wirklich viel, viel besser, wenn wir Tanks haben. Vegeta, super, wie du. Tapion. Damage Reduction hat er 50%. Ja, LRTN habe ich leider nicht. Eventuell könnte man ihn auch nehmen. Man sagen, Kaioken und Blue Vegeta vorsichtig und nehmen wir dann. Na, nee, obwohl. Schwierig, schwierig. Würde man sagen. Machen das so, weil Vegeta Tanky wird, wenn er ultet. Und Gohan, weil er nicht Breed-Sane ist. Und Whis in der Hoffnung, dass man seine Passive triggert. Und wir uns dann healen. Das wäre ein Bonus für uns. So, und auf Level 21 sieht das Ganze schon anders aus, wie wir sehen. Aber wir haben hier gute Tanks drin. Das spricht auf jeden Fall für uns. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ah, okay, keine Ulti, keine Ulti. Ja, das ist dann halt das Problem, dass wir wirklich wenig Links, also vor allem Key haben. Durch die Link-Skills. Aber, okay, fast 1 Million Crit und ihr seht schon, wir kommen nicht mehr an die Millionen, ja. Er ist wirklich tanky geworden. Bei Tapion ist die Sache im Super-Egel-Team, wenn er zu Hildegard wird, ist es quasi schlecht, weil Hildegard Extreme-Egel-T ist und Abby den schlechteren Boost bekommt. Aber das ist dann nur zum Überbrücken und dann will ich eher nicht, dass er zu Hildegard wird, sondern dann die Runden drauf, wenn er wieder normal wird, dass ich da auf jeden Fall den Boost will. Denn wenn die unter 50% oder drunter sind, ich werde mit Boost nicht ulten, weil es dann nichts bringt. Wenn Tapion unter 50% HP hat, dann bekommt er weiter 150% Angriff und 50% auf die Verteidigung, hat zusätzlich sein 50% Damage Reduction. Das ist dann das, worauf ich hoffe eben. Und eher nicht, dass er zu Hildegard wird. Wird er klar, einmalig, aber dann passt es auch. Muss nicht kein zweites Mal werden, was auch nicht wird in dem Team. Okay. Das war halt die Idee von mir, weil Tapion wirklich tanky ist. Aber ihr seht, es ist deutlich schwieriger geworden. Es ist deutlich schwieriger geworden. Vegeta, wenn er Ulti bekommt, 80% auf Angriff und Verteidigung. Ja, trotzdem. Oh, die Animation ist geil, Jungs. Trotzdem macht Broly Schaden auch mit dem 80% Boost auf die Verteidigung. Und jetzt die Runden müsst ihr quasi überbrücken, ja, ganz klar. Da versuche ich dann so quasi die Orbs ein bisschen zu sortieren für die nächsten Runden. Weil hier in der Ulti mit Hildegard wird auch nicht so viel bringen. Zumal es wirklich schwer ist, hier in einem Super-G-Team mit ihm zu ulten. Aber er dodgt. In seinem Event war es wirklich nervig, dass er die ganze Zeit gedodgt ist, aber jetzt dodgen wir. Ah, alles klar. Gut. Dann machen wir das Ganze mal so. Zack. Und dann ist die Frage, ob wenn in der nächsten Runde Whis kommt, was ich nicht glaube, glaube ich. Dann heal wir uns, das ist echt gut. Da haben wir so einen Heal-Bonus durch Whis, weil wir dürfen auch keine Items benutzen im Extreme Z Battle. Das dürft ihr nicht vergessen. So, jetzt. Okay, aber er ist nicht da. Aber jetzt haben wir Tapion, das ist sehr, sehr, sehr gut. Denn Tapion Damage Reduction 50% und zusätzlich 50% auf die Verteidigung und 150% auf den Angriff. Ist sehr nice. Das wollte ich mitnehmen. Und in der nächsten Runde, wenn wir das überleben, was wir eigentlich sollten, hoffe ich. Ja, wir sehen schon, er ist wirklich tanky geworden. Dann hielt uns Whis und das spricht dann quasi für uns. Nice. Ja, er muss aufpassen. Wenn der falsche geultet wird, dann war's das. Vegeta könnte es eventuell verkraften. Oh, jetzt bin ich gespannt, ob wir das verkraften können. Schwierig. Ah, ich glaube, das kann es gewesen sein. Oder? Oh. Ich glaube, das war's. Es sei denn. Okay. Hybrid Sane macht uns auch tanky, beziehungsweise reduziert den Schaden von Broly. Das ist sehr gut. Da hast du noch überlebt. Full HP wieder, das war quasi meine Taktik, in der ich das angehen wollte. Sehr cool, dass es geklappt hat. Nice. Jetzt hat aber Tapion seinen Death Boost nicht. Aber Full HP, alles gut. Ah, es könnte noch interessant werden. Es könnte wirklich noch interessant werden, ob wir das hier schaffen oder nicht. Zack, Vegito. Echt, es ist immer echt bitter, wenn Vegito geultet wird. Das ist verheerend. Da macht Broly an die 100.000 Schaden. Trotz Typenvorteil unsererseits. Naja. Gut, Whis ist auch in dem Fall useless, deswegen haben wir ihn ausrotiert. Machen wir das jetzt. Wir müssen das so machen, auf jeden Fall. Tapion hat zwar Damage Reduction.
Aber er hat jetzt keinen Death Boost mehr, weil wir über 50% sind. Komm schon, wir müssen auf irgendwas hoffen. Additional Attacks, Crits, das muss uns. Auf das müssen wir hoffen. Okay. Ah, schade. Auch kein Konter. Auch kein Konter seitens Vegeta. Ja, es wird interessant, ob wir die nächste Runde überstehen. Wäre besser, wenn Tapu in der nächsten Runde wäre, weil er wirklich einiges wegtanken würde, weil wir unter 50% wären. Hui. Oh, jetzt ist die Frage, ob ich Vegito dahin stellen will oder Vegeta. Eine Ulti und Vegito wäre weg. Und wir wären weg. Oh, trotz Konter. Ich mach das mal so. Ich hoffe darauf. Also, Vegeta sollte eine Ulti überleben mit 120.000 HP und auch Auto-Attacks. Oh, oh, schwierig, schwierig. Komm schon, hau irgendwas Krasses raus. Okay. Da hatten wir nochmal Glück und wir haben die Stage geschafft. Schätze ich mal. Ja, cool. Oh Gott. Okay, da macht sie die Retain. Cool, dann hat es noch geklappt. Sehr cool. Nice. Okay, dann hat das noch geschafft. Leute, so sieht das dann auf Level 21 aus. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wir bekommen unsere Preise natürlich noch. Machen Level Up, Level 22. Dann geht das Ganze quasi immer weiter. Bis 31 gibt es Preise. Nach 31 könnt ihr auf jeden Fall auch kommen. Nur gibt es dann keine Preise mehr. Genau. Also, dann hoffe ich, dass es euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.